Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Audioeinführung zu unserer Wiederaufnahme von Friedrich Hebbels Judith, der allerersten Antiheldin in unserem Kanon und die Titelheldin unseres allerersten Antiheldenfestivals im Winter 2021. Und jetzt im Frühjahr 2024 kommt sie endlich wieder zurück auf die Bühne. Neben mir sitzt Claudia. Hallo. Die Judith spielen wird. Liebe Claudia, magst du uns zu Beginn erzählen, wer ist diese Judith überhaupt? Worum geht es? In Judith beleuchten wir eben Judith, eine junge Witwe. Sie ist eine sehr, sehr intelligente und wortgewandte Frau, auch sehr gläubig. Und sie träumt, bekommt von Gott den Auftrag, ihr Volk zu befreien und bewegt sich damit und geht auf die Suche, was das bedeuten kann. Erstmal wissen wir, es gibt Holofernes, den Feldherrn, der zur damaligen Zeit eben das Volk und auch andere Völker bedroht hat. Und es haben auch schon vor ihr andere, muss man aber sagen, Männer nur versucht und sind immer gescheitert. Und auch das findet sie eigentlich ganz interessant und spannend, dass sie als Frau jetzt die Möglichkeit hat, diese Tat durchzuführen. Jetzt ist es aber so, dass laut Zitat es auch heißt, der Weg zu ihrer Tat führt durch die Sünde. Und diese Sünde ist auch ein sehr wichtiger Teil, um den wir uns kreisen. Was ist die Sünde? Welche Sünde ist es? Ist es der Mord an sich? Geht sie hin mit dem Gedanken, ihn zu ermorden? Ja. Weiß sie schon, wie sie ihn ermordet? Nein. Weiß sie sich auszudrücken? Und ist sie sich auch dessen bewusst, dass sie eine sehr schöne Frau ist und dass sie auch einfach mit ihm, glaube ich, ganz gut auch vielleicht spielen kann in einem Dialog? All diese Dinge, sie weiß viel darüber, aber im Endeffekt getragen wird sie von ihrem Glauben und davon, dass es von Gott kam. Inwiefern sie im Endeffekt scheitert oder auch wie es einfach für sie persönlich ausgeht, das werden wir dann sehen. Das wollen wir auch nicht total bis zum Ende erzählen. Denn wir wollen grundsätzlich eigentlich natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen euch mitnehmen, damit ihr uns in den Einstieg gut mitfolgen könnt. Marvin, was dürfen wir denn noch erzählen? Oder was dürfen wir nicht erzählen? An dieser Stelle kann man vielleicht eine möglich entstehende Angst nehmen zu der Frage, ui, wie soll ich denn das überhaupt alles verstehen und greifen können in einem Theaterabend? Da kann ich für Beruhigung sorgen, denn es wird natürlich einen umfassenden Theaterabend geben, aber es wird nicht das komplette Werk Judith von Friedrich Hebbel von Anfang bis Ende geben. Relativ früh im Vorbereitungsprozess und in der Entstehung der Textfassung ist die Entscheidung gefallen, alle Figuren, alle Nebenhandlungsstränge, die irrelevant sind, rauszustreichen, sodass wirklich nur noch der Grundkonflikt, der Dialog zwischen Judith und Holofernes übrig bleibt, der allerdings auch auf der Bühne nur von Judith als Mensch, in Anführungszeichen, selbst bestritten werden wird. Diese Setzung geht auf den Ursprung Hebbels zurück, auf das Buch Judith der Bibel aus dem Alten Testament, das tatsächlich sehr unbekannt ist, da es als apokryphe Schrift anzusehen ist und es somit nicht in den Grundkanon der Bibel geschafft hat und somit nicht in den klassischen Bibeln, die in allen Kirchen und Buchhandlungen ausliegen, enthalten ist. Und das Spannendste, der spannendste Unterschied zwischen der biblischen Judith und der Judith nach Friedrich Hebbel ist tatsächlich das Verhältnis von Täter und Opferschaft. Denn das, was Hebbel in der Bibel vorgefunden hat, das hat ihm nicht so ganz gefallen und das hat er in seiner Tragödie umgewandelt. Und wir beide mit unserer heutigen Sichtweise auf dieses sehr historische Geschehen haben da, glaube ich, auch nochmal eine Spur draufgesetzt. Das liegt vor allem auch daran, dass Judith die erste Premiere zu unserem Anti-Helden-Festival war und wir Judith natürlich in diesem Zug als Anti-Heldin par excellence gesehen haben. Ich glaube, dieses Denken ist in diesen Jahren bis heute, wo das Stück in uns beiden gereift ist, etwas ins Wanken gekommen. Wir betrachten die Dinge jetzt, glaube ich, auch ein wenig anders, beschäftigen uns natürlich dennoch mit so Grundfragen. Und eine dieser Grundfragen des Antiheldentums ist ja vor allem die Frage danach, auch in Bezug auf Judith. Ich referiere immer gerne auf Ferdinand von Schirach und sein Werk Terror, das sich ja inzwischen auch sehr großer Bekanntheit erfreut.
rechtfertigt ein kleines Übel das Verhindern eines deutlich größeren Übels? Und wer bestimmt überhaupt, was das größere und das kleinere Übel ist? Wir beschäftigen uns also mit dem Überschreiten von Moralgrenzen. Das tun wir natürlich einerseits mit dem Text, mit der Figur Judith an sich. Und ich werfe die Frage einfach mal gerne an dich zurück, Claudia, ob du Ergänzungen hast oder uns auch erzählen möchtest, wie wir auf der Bühne mit der Figur Judith umgehen. Ja, wir haben einige performative Mittel und Wege für uns gefunden, auch Judith zu erhöhen. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, um manchmal auch wirklich sich rauszunehmen aus dem Text, um auch dem Publikum, aber auch der Judith, da es ja ein Solo ist, Pausen zu gönnen, wo nach dem ganzen Denken, nach all dem, was sie erfahren hat, worüber sie philosophiert hat, die Fragen, die sie stellt, dass es in den Körper geht. Wir haben viel mit dem Körper gearbeitet, viel darüber, wie der Körper sich auch vom Geist manchmal trennen kann, Brüche entstehen. Und es ist auch sehr spannend, weil dadurch geht das Ganze einmal im wahrsten Sinne des Wortes durch Mark und Bein. Denn wie Marvin schon gesagt hat, all diese Thematiken und vor allem dieses eine große Thema, dass sie losgeschickt wurde, um zu morden und das erstmal aus vollster Überzeugung eigentlich machen möchte, weil einfach ihr Glauben sie dermaßen trägt, das ist eine sehr logische und vielleicht auch nur im Kopf stattfindende Thematik. Aber wenn es in deinen Körper geht, wenn man wirklich mal verinnerlicht, was das heißt, dann kommt da vielleicht was anderes raus. Und wir haben auch mit Musik gearbeitet. Wir haben auch, das darf ich jetzt vielleicht sagen, dass wir einfach auch einige Sachen im Vorfeld produziert haben, um uns da auch hier und da einen kleinen Gegenspieler zu gönnen. Das sind so die Gedanken von Judith, aber dennoch etwas, was dann in dem Moment referiert werden kann, also auf das man referiert kann. Und ja, es wird auf jeden Fall eine moderne Inszenierung. Wir haben auch ein modernes Bühnenbild, ein starkes Bühnenbild, dennoch minimalistisch, würde ich sagen. Aber es hat genau das, was es braucht, um auch hier und da vielleicht ein bisschen abzukommen von Judith und sich auch zu überlegen, aha, da ist noch was. Und das, was wir da jetzt eben haben, ist, Marvin, ein großes Kreuz. Und du hast ja gerade schon über Dialoge gesprochen, was natürlich impliziert, dass Judith auf gewisse Weise auch nicht alleine auf der Bühne ist. Und du hast vorher noch davon gesprochen, dass der Glaube ein sehr wichtiger Pfeiler in Judiths Leben ist, der ihr auch sehr Halt gibt, der ihr fast ein Fundament im Glauben an Gott gibt. Und eben das findet sich jetzt auf der Bühne wieder, denn das größte und zentralste Element, das sei an dieser Stelle auch gerne verraten, ist ein großes Kreuz, das auf dem Boden liegt, das deutlich größer als Judith selbst ist und das auch auf gewisse Weise mit Judith in einen Dialog tritt. Und dieser Dialog beruht, glaube ich, auf einer gegenseitigen Art und Weise und ist an dieser Stelle von meiner Seite eigentlich eine Einladung an Sie und euch, diesem Dialog zwischen Judith und dem Kreuz und auch dem Dialog zwischen Judith und Holofernes auf gewisse Art und Weise zu lauschen und sich anhand dieses Kreuzes vielleicht auch selbst die ein oder andere Frage stellen zu können, wie sie selbst, wie ihr selbst das Handeln von Judith bewerten würdet oder sogar so weit zu gehen, wie sie sich selbst an ihrer Stelle fühlen würden. Jetzt habe ich schon eine Einladung ausgesprochen für die Vorstellung. Hast du noch einen letzten Gedanken, Claudia, den du mit dem Publikum teilen möchtest und in den du in den Aufführungsbeginn einleiten möchtest? Ja, du hast schon gesagt, dass es einige Fragen gibt, die aufgeworfen werden und die auch als Zuschauer einen wahrscheinlich begleiten werden und auch begleiten sollen. Und all diese Fragen, ich denke, es gibt eine gewisse delikate Art, einfach einem Menschen zu folgen, der voller Vertrauen handeln möchte, auch was wir schon besprochen hatten, dass sie Anti-Heldin ist, dass sie nicht deswegen etwas durchziehen will, um Ruhm oder Ehre zu bekommen. Es ist einfach ihre Überzeugung. Inwiefern man sich da auch manchmal widerspiegelt. Wann sind wir davon überzeugt, dass wir das Richtige tun? Aber wenn wir es spiegeln würden, wäre es für jemand anderen vielleicht, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, des Stückes, der Tod. Und ich denke, es ist einfach eine spannende Frage, immer wieder darauf zu blicken, wie Handlungen für einen selber, aber auch auf die Welt projiziert
ein gutes, schlechtes oder einfach nur ein Ende finden und eine Tatsache schaffen. Und wir werden auch nach den Vorstellungen im Foyer anzufinden sein und freuen uns, wenn wir etwas anstoßen können. Schöner hätte ich selbst nicht sagen können. Und an dieser Stelle bleibt uns nur noch, Ihnen und euch einen anregenden Theaterabend zu wünschen und vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß.